muss ich das jetzt. Okay. Komm, lese ich kurz vor. Die Legende von der Elfenbeinarche. Am Ende der letzten Eiszeit erwärmte sich unser Planet. Diese plötzliche klimatisierte Veränderung stellte das Überleben zahlreicher Tierarten in Frage, so auch das der Mammuts, die zu dieser Zeit den extremen Norden Sibiriens bevölkerten. Es wird erzählt, dass das Volk der Yukols, das diesen Tieren einen wahren Kult weihte und dessen Lebensweise sich durch eine perfekte Symbiose mit den Mammuts auszeichnete, entschied, so wie Noah, eine große Arche zu bauen, um die Mammuts zu retten. Das riesige Schiff war ganz aus den Stoßzähnen des Mammuts angefertigt. Man brachte eine kleine Herde Mammuts sowie Unmengen von Futter an Bord. Einigen besonderen, furchtlosen Yukol-Clans wurde die Aufgabe zuteil, die Tiere dorthin zu bringen, wo sie bessere Voraussetzungen für ihr Überleben vorfinden würden. Eines Tages dann, man sagt, es seien 50 Jahre vergangen, kehrte die Arche an ihren Ausgangspunkt zurück. Zu ihrem großen Erstaunen fanden die Yukols keine Überlebenden an Bord vor, nur die Körper von ein paar toten Mammuts, die in dem Eis das Schiff bedeckte, perfekt erhalten waren. Die Yukols sahen darin ein Zeichen, ein Geschenk der Götter und verzehrten die Mammuts in einem legendären Festschmaus. Eine Woche später war die Arche erneut von der Strömung davongetragen worden und kehrte ein halbes Jahrhundert später wieder zurück, ohne Besatzung, aber mit neuen eingefrorenen Mammuts. Dieses Hin und Her wiederholte sich über die Jahrtausende hinweg, wobei die Yukols jedes Mal wieder neue, erstaunliche, gut erhaltene Mammuts vorfanden, die aus dem Nichts zu kommen schienen. Die Yukols interpretieren dieses Phänomen als Ausdruck des Wohlwollens ihrer Vorfahren, die auf der ersten Reise der Arche in einer Schiffskatastrophe ums Leben gekommen waren, deren Seelen jedoch auf einen mystischen und den Schamanen Siberia genannten Insel ewige Zuflucht gefunden haben. Hatten, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen müde, deswegen kann es auch sein, dass ich gerade hier nicht wirklich hundertprozentig richtig lese. So entstand eine Religion mit ihren Ritualen und Gebräuchen, in deren Zentrum die regelmäßige Wiederkehr des Geisterschiffs mit seiner wertvollen Ladung stand. Nichts schien sich über die Jahrhunderte an den mysteriösen Zyklus der Arche zu ändern, lediglich die Größe der Mammuts, die mit der Zeit unmerklich kleiner wurden. Eines Tages aber, vor etwa 100 Jahren, kehrte die Arche früher als erwartet zurück. Sie war leer. Die armen Yukols waren zutiefst verwirrt. Die Gäste ihrer Vorfahren hatten sie vergessen, all das, woran sie glaubten und worauf sie ihre jahrtausendalte Kultur aufgebaut hatten, verlor auf einmal seinen Sinn. Die Gläubigsten unter ihnen hielten verzweifelt an ihrer Hoffnung fest. Schließlich kehrte die Arche weiterhin aus dem Nichts zurück, und zwar immer häufiger. Einige sehr alte Yukols brüsteten sich damit auf, auch damit, sie mehrmals gesehen zu haben. Doch jedes Mal blieb die Arche leer und die Hoffnung der letzten Yukols versiegte. Der Glaube wurde zum Aberglauben, die Realität zur Legende. Boah. Okay, schwing die Hufen. Geh doch. So, auf zum Zug. Und dann auf weiter. Es sei denn, ich muss den Zug noch mal gründlich aufziehen. Aber ich glaube nicht, dass das machbar wäre. Weil der Zug ist ja schon aufgezogen. Und ich glaube, dass es auch dann nicht weitergeht. Aber irgendwie finde ich es doch ein bisschen seltsam. In Barockstadt gibt es irgendwas zum Aufziehen. Wenn der nächste Bahnhof auch was zum Aufziehen hat, dann würde ich irgendwie behaupten, dass Hans Vorarlberg mit Absicht eine Spur hinterlassen hat. Oder dass dies alles mit Absicht geschieht. So. Perfekt. Und hier runter. Dann auf zum Zug. Und dann, jetzt wollte ich schon sagen, Schiff ahoi. Und dann kann der Zug dann weiterfahren. Ich bin schon sehr gespannt, wo wir als nächstes rauskommen. Von den Alpen. Von den französischen Alpen, sage ich jetzt einfach mal. Barockstadt. Sagen wir mal, wir sind noch in Deutschland.
Barockstadt würde für mich deutsch klingen. Ich bin gespannt, wo wir dann als nächstes hingelangen. Perfekt. Hi. Alles in Ordnung, Oskar? Ja, geht, Walker. Gut. Ich muss jetzt gehen. Ja. Erstmal den Mammut wieder zurück, weil ich glaube nicht, dass dann sonst der Zug ohne den Mammut losfahren kann. Da. Kommt wieder da drauf. Perfekt. So. Na, dann wollen wir mal. Alles. Ja. Gott. Wenn Sie mir diesmal wieder sagen, dass noch etwas fehlt, Oskar. Alles ist in bester Ordnung. Nehmen Sie Platz, Kate Walker. Wir fahren los. Na prima. Auf und davon. Ich glaube, ich habe vergessen, dort das Tor zu öffnen. Oh shit. Ich hab's geahnt. Also muss ich erstmal noch das Tor öffnen. Können wir nicht weiterfahren. Darauf hätte ich schon eher kommen sollen. Mist, verdammter. Was machen Sie denn da, Oskar? Kate Walker, ein jeder muss sich an die Regeln des Schienenverkehrs und an die Zollbestimmungen halten. Oskar, denken Sie nicht, es ist an der Zeit, mit diesen Kindereien endgültig aufzuhören? Um durch die Mauer zu gelangen, ist eine Durchfahrtsberechtigung erforderlich, Kate Walker. Und wissen Sie nicht zufällig, wo ich ein solches Dokument bekomme? Es gibt mit Sicherheit eine Instanz, der die Mauer untersteht und die befugt ist, ein solches Visum auszustellen. Wissen Sie, mein Lieber, dass ich Sie als Anwältin beschuldigen könnte, den Gang der Justiz zu behindern? Nur ein Visum, Kate Walker, das ist ausreichend. Ach du Scheiße. Oskar, denken Sie nicht, wir haben jetzt genug Zeit verloren. Sie haben Ihre Zeit gebraucht, um herauszufinden, wie man den Federmechanismus der Lokomotive aufzieht, Kate Walker. Jetzt reicht's aber. Sie haben mir doch dabei Ihre Hilfe verweigert. Da haben Sie recht, Kate Walker. Wenn Sie nicht so pingelig an Ihren Bestimmungen festhalten würden, gäbe es keine Probleme. Das weiß ich nicht, Kate Walker. Oskar, ich bitte Sie, steigen wir ein und fahren wir weiter. Kate Walker, geben Sie mir bitte das Visum. Oh je, arme Kate. Ich denke mal, Sie werden mir nicht helfen können, dieses Visum zu bekommen. Das ist richtig, Kate Walker. Aber Oskar, sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie, wenn Sie mich an der Weiterfahrt hindern, Ihren Erfinder Hans Vorarlberg vielleicht nie kennenlernen? Ich benötige eine Durchfahrtsberechtigung, Kate Walker. Mein Gott, ich werde noch verrückt. Das wird nicht von Ihnen verlangt, Kate Walker. Nur ein Visum. Schön. Der Pilotautomat wartet sicher schon ungeduldig darauf, weiterfahren zu können. Er nimmt es mit der Pünktlichkeit sehr genau, wissen Sie? Ja, Kate Walker. Es ist übrigens erstaunlich, wie er manchmal so steif am Protokoll festhält und dann wieder unglaublich entgegenkommend und charmant sein kann. Würden Sie es bitte vermeiden, mir menschliche Gefühle zuzuschreiben, Kate Walker? Nun gut. Ja, Kate Walker. Ah, shit. Ah, Gott. Also auf zum Zug. Auf der anderen Seite raus. Dann zum Hohen Gericht ein Visum ausstellen lassen. Hoffe ich doch mal.
sei denn, ich kann hier was machen. Nein. So. Was zum... Ach, da unten. Okay. Aha. So, da bin ich beim Zug wieder zurück bin mit dem Visum. Werde ich mal die ganzen Handysachen durchgehen. Eventuell können wir jemanden anrufen. Und sei es, ja, noch Freund. So. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je.